Das hat damit begonnen, dass ich meine Passion zu meiner Berufung gemacht habe. Und ich habe immer schon gerne meine eigenen Hunde fotografiert und habe damit quasi begonnen, dass ich dann diese Passion zu meinem Beruf gemacht habe. Und ich habe jetzt selbst festgestellt, seit 28 Jahren fotografiere ich inzwischen auch Familien, auch Business-Porträts und Tiere. Ich gebe Workshops und so hat sich das immer mehr in meinem Leben breit gemacht. Wow. Und erzähl mal, gibt es irgendwelche Punkte, die du so als die drei goldenen Tipps mitgeben könntest, was man für seine Fotos beachten kann? Ja, also als erstes Spaß und glücklich sein schlägt immer die Perfektion. Das perfekteste Foto nutzt nichts, wenn da keine Emotionen rüberkommen. Emotionen sind wichtig. Dann, wenn du selber fotografierst und du möchtest damit eventuell auch Geld verdienen, such dir jemanden, der weiß, wie es geht. Ich habe 28 Jahre gebraucht, um mein Mindset wirklich so aufzustellen, wie es jetzt heute ist, und mach nicht den gleichen Fehler. Und wenn du einen Fotografen suchst, der mit dir arbeitet, dann schau, dass das passt, weil man ist sehr intim miteinander. Wenn man zum Beispiel eine Hochzeit, eine Taufe fotografiert oder ich begleite manche Menschen auch den ganzen Tag, da ist man dicht beieinander. Und das muss passen. Und wenn man nicht den Eindruck hat, das passt, dann arbeite mit jemand anderem. Wow, sehr, sehr wertvoll. Und was genau für Menschen fotografierst du denn, liebe Mareike? Hast du da ein paar spannende Geschichten oder auch schon so lustige Erfahrungen gemacht, die du mit uns teilen möchtest? Ja, ich habe erst gestern eine Kundin gehabt, die mich anrief. Und zwar ist die Dame Tierkommunikatorin. Und für sie war das jetzt nicht so ganz einfach, den richtigen Business-Fotografen zu finden, weil die ja das, was sie tut, nicht mit ins Studio nehmen konnte. Also ihr war jetzt weniger geholfen mit diesen Standard-Business-Porträts, auf denen man gut aussieht und in die Kamera schaut. Die wollte halt zeigen, was sie macht. Die arbeitet mit Hunden, mit Katzen, die arbeitet mit Pferden. Da war ich jetzt also gefragt, zu ihr zu kommen und habe sie dann den ganzen Tag begleitet und habe quasi mit den Bildern, die ja auch die Sprache des Unterbewusstseins sind, dargestellt, was sie tut und vor allem, wie viel Liebe und Energie sie da reinsteckt. Das kann man jetzt mit einem Business-Porträt, das man in einem Studio aufnehmen lässt, niemals rüberbringen. Und ich finde immer, wenn man so ein Bild sieht, aus dem man schon erkennt, was da passiert und welche Energien fließen, da braucht man den Text gar nicht mehr lesen. Das gibt viel mehr her. Wow, das ist echt mega schön. Und ich kenne auch viele, na, viele, die mich kennen, wissen ja, dass ich viel für Coaches arbeite, um die auch in die Sichtbarkeit zu bringen. Und viele Coaches brauchen ja ein Foto für ein Profilbild oder für Instagram oder für die Beiträge und Stories. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp, wie man da die Fotos auch von einem Businessfotografen wie dich mit einbringen und nutzen kann, dass das nicht immer ein Selfie ist oder immer mit dem Handy gemacht ist? Ja, ich gebe da gerne ein paar Tipps. Das Wichtigste ist wirklich, erkundigt euch immer, dass euch auch die Bildrechte übertragen werden. In der Regel ist es so, wenn man einen Fotografen besucht und dann Bilder auf, bleiben die bei ihm. Es sei denn, man vereinbart das vertraglich, dass man die auch übertragen bekommt. Und es gibt viele Fotografen, die halt einen niedrigen Eingangspreis für das Shooting nehmen und dann berechnen die jede Veröffentlichung nach. Das kann über die Jahre teuer werden. Vor allem, wenn man vielleicht jetzt mal in einer großen Zeitung abgedruckt wird mit einem dieser Bilder. Das berechnet sich nämlich nach Auflagenstärke. Und da sollte man immer aushandeln, dass man diese Bildrechte übertragen bekommt, schon allein damit das entspannter ist und man sich da nicht mehr drum sorgen muss. Das fände ich jetzt einen ganz wichtigen Punkt, weil das oft auch eine böse Falle ist. Ne? Sehr schön. Das Wichtigste, ja. Und fürs Profilfoto, was hast du da aus deiner Erfahrung auch was, was zu beachten ist, dass es ein schönes Foto ist für zum Beispiel das Instagram-Profil? Weil ich sage meinen Kunden auch immer, das Wichtigste ist dein Foto, dass du da nicht ein Logo hast, sondern wirklich ein Foto von deinem Gesicht, dass man sieht, welche Person steckt denn dahinter. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für so ein Foto? Zum Beispiel, du musst nach rechts schauen oder nach links oder gerade. Oder gibt es da von deiner Seite auch irgendeinen Hinweis, der vielen Menschen helfen könnte? Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe es, wenn Bilder Emotionen transportieren.
Das ist auch etwas, was mir an meinen Bildern immer sehr wichtig ist, dass die Emotionen schon sprechen, wenn man das Bild ansieht. Also ich sage immer, Bilder, die sprechen und ansprechen. Weil ein gutes Bild braucht keine Erklärung mehr. Und nichts ist wichtiger, als authentisch zu sein. Und Menschen spüren das. Wenn die sich ein Bild angucken und derjenige hat eine Maske auf und ist vielleicht toll geschminkt und guckt toll in die Kamera, aber das ist nicht echt und das will heute niemand mehr. Authentisch mit allen Macken, die man vielleicht hat, aber so wie man ist, sich zeigen, das ist mutig und das schafft auch Vertrauen. Das ist meine Erfahrung. Ja, schön, schön. Also siehst du auch, dass der Trend weggeht so ein bisschen von den Models, ne? Also von Menschen, die extra dafür gebucht werden, dass sie sich irgendwo hinstellen, sondern wirklich jetzt mehr zu echten Menschen, zu authentischen Menschen mit Stärken, mit Schwächen, Menschen, die nicht immer nur einen guten Tag haben, auch mal einen schlechten Tag haben, aber mutig sind, darüber zu berichten, auch auf Social Media, auf Instagram, ja, und das nicht nur irgendwie vorspielen, dass das Leben so perfekt ist, das glaubt sowieso keiner mehr, oder? Also man glaubt das keiner und das schafft ja auch keine Vertrauensbasis. Ich meine, ich bin selbst auch ausgebildeter VHK-Coach und wenn sich jemand mir anvertraut, der möchte mir ja auch vertrauen. Also das macht ja keinen Sinn, wenn ich eine Maske aufsetze und nicht durchblicken lasse, was da drunter ist. Und ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Und wenn ich mich jemandem öffne, dann möchte ich aber auch, dass der das mir gegenüber genauso präsentiert. Und da finde ich es einfach sehr wichtig, dass man sich zeigt, wie man ist. Und jetzt kommt der Fotograf ins Spiel, der einen ja dann trotzdem sehr vorteilhaft darstellen kann. Jeder Mensch ist schön. Und der muss das halt richtig in der Lage sein, darzustellen. Schön, sehr schön. Und du bist ja auch Coach, liebe Mareike. Was kannst du denn auch als Coach Menschen unterstützen oder mitgeben, dass sie sich gut fühlen, wertgeschätzt fühlen und dass der Selbstwert steigt? Was genau passiert denn, wenn man mit dir im Coaching zusammenarbeitet? Ja, mein eigenes Thema, das kann mich natürlich besonders gut anbieten und bearbeiten und das war jahrelang der Selbstwert, was sich auch wirklich widergespiegelt hat in meiner ganzen Denkweise. Ich habe in der Vorweihnachtszeit eine Foto-Challenge gestartet, in der Leute mir dann tatsächlich Bilder geschickt haben. Die habe ich 2004 aufgenommen. Die haben die noch auf ihrem Handy. Und das hat mir erstmal gezeigt, welchen Mehrwert ich geschaffen habe. Für mich war das lange Zeit eine Geschichte, Fotos gegen Geld. Aber das ist nicht so. Man schafft Erinnerungen, die unbezahlbar sind. Man schafft einen Mehrwert im Leben dieser Menschen. Und die tragen das dann 10, 15 Jahre auf dem Handy mit sich rum, weil ihnen das so wichtig ist. Und das sollte jedem, ob jetzt Coach oder Fotograf oder wer auch immer, einfach klar sein, dass er Mehrwert schafft im Leben der anderen. Und das auch dazu berechtigt, sich aufzustellen, zu sagen, das bin ich wert. Und das finde ich sehr wichtig. Und das versuche ich auch meinen Coaches klar zu machen. Du bist was wert und du bringst einen Mehrwert in das Leben anderer Menschen. Sehr schön. Und wie schaffst du das? Arbeitest du da auch mit dem Unterbewusstsein und transformierst Glaubenssätze wie die meisten Coaches? Oder wie machst du das, dass es bei dir vielleicht auch mit Fotos verbunden ist? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich arbeite mit einem Prozess, der das Unterbewusstsein sozusagen in die Zukunft führt und einmal erleben lässt, wie es denn ist, wenn man das, was man sich vielleicht gar nicht traut, erlebt. Und das ist eine tolle Sache, weil wir alle ja immer von unseren Handbremsen zurückgehalten werden. Und die aufzuspüren und dann eventuell auszuschalten, das ist die Herausforderung. Und das bringt dann aber auch den Riesendurchbruch. Sehr genial. Und hast du auch da vielleicht schon eine Erfolgsgeschichte von einer Kundin von dir, wo du vielleicht schon irgendwas verändert hast, was die sich vorher hätte gar nicht vorstellen können? Ja, und das ist eine Geschichte, das kann ich teilweise selbst nicht glauben. Ich hatte einen Coach, wir haben im August begonnen zu arbeiten, da hatte sie eine Herzmuskelentzündung. Und ihr Arzt hat ihr damals gesagt, mit dieser Herzmuskelentzündung wird sie höchstens noch 2 Jahre alt, weil eine Kammer gar nicht mehr arbeitete. Und wir haben dann einen Prozess darauf gemacht, dass sie gesund ist, sich frei bewegen kann, dass sie fit ist. Und sie war dann im Dezember, also nach 3,5 Monaten zur Untersuchung und ihr Arzt konnte es nicht glauben. Also tatsächlich waren beide Herzkammern wieder intakt und die ist von einer Tablettendosis, 5 Tabletten am Tag, auf eine halbe Tablette gesetzt worden. Und
Das war der absolute Wahnsinn. Also wir sind da wirklich voller Glauben dran gegangen und das hat so gut funktioniert. Also es ist ja so, das Unterbewusstsein kann uns krank machen. Es kann uns ja krank machen, depressiv machen, aber es kann uns auch gesund machen. Sehr schön. Und das ist natürlich der bessere Weg, ne, dass wir das Unterbewusstsein nutzen. Denn das ist ja 45.000 Mal stärker als das Bewusstsein. Und da ist es schön, dass es so mutige Coaches gibt wie dich, liebe Mareike, dass du dafür auch sichtbar bist und gesehen wirst, dass Menschen dich finden können. Und erzähl mal, wie kann man dich finden? Wie kann man vielleicht Kontakt zu dir aufnehmen, um sich ein bisschen kennenzulernen? Also man findet mich auf Instagram. Ich habe da ein Profil unter dem Namen Mareike Wolf, Fotodesign. Und ich biete auch gerade für alle Fotobegeisterten eine Tierfoto-Challenge an. Also jeder, der gerne seinen Hund fotografiert, jeder, der gerne seine Kamera mal besser kennenlernen möchte oder der sich auch eine teure Kamera gekauft hat und die nicht wirklich bedienen kann, der ist total herzlich eingeladen, mal vorbeizugucken. Diese Tierfoto-Challenge ist kostenlos. Wir treffen uns zweimal pro Woche im Zoom-Raum und haben da auch das Motto Spaß schlägt Perfektion. Und wir haben da viel Spaß. Ich erkläre euch, wie ihr eure Kamera richtig einstellen müsst, weil es gibt einen tollen Spruch in der Fotografie. Und der heißt immer, nicht die Kamera macht das Foto, sondern der Kopf dahinter. Also man muss gar keine teure Kamera haben. Man muss sich auch nichts Neues kaufen, wenn man weiß, wie man die einstellt und vielleicht noch so ein paar Tricks und Kniffe beachtet, dann macht das Fotografieren auch wieder Spaß. Und das wünsche ich mir für jeden. Also viele kaufen sich ja selbst eine Kamera, die viel Geld kostet und legen die dann in die Ecke, weil sie da nicht mit umgehen können. Das finde ich einfach schade. Ich selber, wenn ich fotografiere, vergesse ich die Zeit. Und das wünsche ich mir für jeden, der auch Spaß daran hat, dass er jemanden hat, der ihn an die Hand nimmt und ihm das zeigt. Und ich zeige euch das gerne. Wow, das ist wirklich mega schön. Und das ist komplett kostenfrei, dass du das allen zeigst. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, die Tierfoto-Challenge ist kostenfrei. Da dürft ihr gerne reingucken. Und wie gesagt, ist eine tolle Truppe. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo die Teilnehmer sich gegenseitig unterstützen, wenn die jetzt bei einem Shooting sind und haben eine Frage und ich bin vielleicht gerade nicht ansprechbar, dann helfen die sich auch gegenseitig. Und ich möchte das möchte ich auch transportieren. Es gibt so viele Workshops, die für professionelle Fotografen nicht buchbar sind, wo wirklich ausgeschlossen wird, nur für Hobbyfotografen, professionelle Fotografen dürfen nicht teilnehmen, weil man sich keine Konkurrenz schaffen will. Und das ist das völlig falsche Denken. Also ich möchte so nicht denken. Und ich möchte auch, dass man sich gegenseitig unterstützt, weil dann haben wir alle was davon und wir nehmen uns nicht die Kunden weg. Das ja, ist mega. Sehr, sehr schön. Und so für alle, die eben wirklich eine richtig coole Kamera haben, nutzt diese Möglichkeit, mach dort bei der Challenge mit, wenn du ein Tier hast und wahrscheinlich auch, wenn du kein Tier hast, dann fotografierst du halt deine Blumen oder Möbel, aber nutzt deine Kamera. Die Mareike macht es wirklich super und so wie die Mareike diese Fotografie-Challenge hat, habe auch ich eine Sport-Challenge für alle, die mich kennen. Ihr wisst ja, ich bin für Coaches zuständig, die auch in die Sichtbarkeit wollen, sich aber nicht trauen und denen vielleicht die Energie noch fehlt, um überhaupt den ganzen Tag aktiv zu sein und die Webinare zu machen oder die Stories zu machen. Und da lade ich euch auch kostenfrei in meine Sport-Challenge ein, die Montag bis Freitag 6 Uhr ist und zweimal die Woche noch zu Webinaren, wo du lernst, wie du Stories machst, wie du Kunden manifestierst, Kunden online gewinnst. Und für alle, die Coaches sind und noch keine Kunden haben oder sich nicht so trauen, die Mareike zu zeigen, so ein Interview zu führen, melde dich auch dazu an. Du kannst nur gewinnen. Und es ist immer, alles fängt mit einer Entscheidung an. Ob du jetzt fotografieren willst oder Coach sein willst, ob du dein Tier besser fotografieren und eine schöne Fotowand daraus machen willst, triff die Entscheidung jetzt und melde dich an zur Fotografie-Challenge von Mareike oder triff die Entscheidung als Coach, dass du jetzt wirklich durchstarten willst, Kunden gewinnen willst, melde dich gern zur Challenge bei mir an. Wir freuen uns auf dich, wir freuen uns, wenn wir dich mitnehmen dürfen in diesen Möglichkeiten, in den Lebensfluss, in Spaß und Freude, dass du einfach wieder Spaß hast mit deiner Kamera oder mit deiner Kundengewinnung, denn das Leben kann wirklich alles. Und liebe Mareike,
Hast du vielleicht zum Abschluss noch einen Herzenstipp oder ein Motto oder irgendwas, was du den Zuschauern noch mitgeben möchtest? Ja, also was mir wirklich immer wichtig ist, sage ich auch jedes Mal in unserer Challenge, wirklich Herz schlägt Perfektion, Glück schlägt Perfektion, Spaß schlägt Perfektion. Wenn das Spaß macht, dann folgt alles Weitere. Und macht das, was euch Spaß macht. Und es gibt genügend Leute, die euch die Hand reichen und euch auch zeigen, wie es geht oder euch vielleicht Freude bringen, weil dann folgt alles andere. Das bringt einfach Lebensqualität. Sehr cool. Ich danke dir, liebe Mareike. Das war so ein spannendes Interview. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz tolle Kunden und so schöne Tierfotos, die da entstehen, dass du auch richtig, richtig Freude dabei hast.